Herzlich willkommen, meine Lieben, in Austriff im Oktober des Jahres 1724 hier in Zwergon, unserem kleinen Dorf, irgendwo nirgendwo. Unsere Menschen hier gehen ihrer täglichen Arbeit nach. Es werden Holzstämme getragen, es werden Sachen gebaut. Wir haben immer viel zu wenig Einwohner für all das. Aktuell haben wir 19 offene Stellen, also Jobs, die niemand macht gerade, weil wir sie nicht besetzt bekommen. Meine Überlegung wäre es gewesen, unser Dörfchen hat ja hier eine Brücke. Und da ist noch richtig viel zu tun dran. Und hier werden auch Nägel angefordert und solche Späße. Es ist aktuell, die Grundschule wird gerade hier aufgebaut. Die ist in Arbeit noch. Ich würde sagen, wir lassen mal unsere Baujobs hier weiter ablaufen. In der Hoffnung, dass wir neue Arbeitskräfte hier finden. Immer wieder, ja. Unsere Brunnen sind gut gefüllt, aber der kommende Winter wirft schon seinen herbstigen Schatten über uns. Was haben wir denn hier? Hier ist keiner drin. Hier arbeiten zwei Leute in der Nägelproduktion. Lass mal ganz kurz schauen, was sagen denn unsere Nägels? Wir produzieren durchaus mehr, als wir verbrauchen dieses Jahr. Es ist ein gutes Jahr, was Nägel angeht. Und wir haben auch keine einzigen Nägel eingelagert. Die sind alle in Bauaufträgen vergraben. Das ist natürlich weniger gut. Okay, unsere gesamten Vorräte hier werden unmittelbar verkauft. Auch wie Telluri, ja. Punkt 2,5 Jahre Zwergenwahnsinn. Zwergteil. Telluri, dankeschön für den 30. Monat. Ganz, ganz lieben Dank für diesen wunderschönen lieben Support. Vielen, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Gibt es da einen Parks? Ja, wir können hier ein bisschen Dekoration machen und können uns quasi selber einen eigenen Park bauen, wenn du das meinst. Da werden wir auch vielleicht mal schauen, aber nicht hier. Ich werde hier sehr, sehr vieles werde ich auf diese Hauptinsel rüberlegen und werde hier auch wieder einiges abreißen. Also gerade sowas wie elementare Gebäude, die ich will ich eher zentral haben. Meinetwegen auch mit mehreren Lagerhäusern und so Zeugs. Wir werden hier einiges wegreißen müssen. Das wird nicht ganz unmittelbar oder das wird nicht ganz so bleiben, wie es jetzt ist. Wir werden hier an diesem Brückenübergang werden wir hier das große Hauptdorf reinbauen in den jetzigen Wald. Das wird ganz wild. Telluri, wunderschönen guten Abend. Nochmal vielen lieben Dank. Ja. Gut, okay. Wir haben schon November mittlerweile. Es ist die Zeit rennt. Die Ernten werden hoffentlich eingefahren. Was allerdings auch hier der Fall ist, ist, dass wir hier noch Sachen machen. Da kommt ein Händler gerade an. Die wollen Kartoffeln, Mehl wollen die haben. Wir haben aber nichts. Offers Iron. Ja, aber die wollen. Nee, ich will kein Eisen von denen kaufen. Kartoffels haben wir. Cancel. Punkt. Nee. Hallo zusammen. Ey, Vandrea. Zwergterz. Dankeschön, Vandrea, für 37 Monate. Auch dir ganz, ganz lieben Dank für den lieben Resub. Vielen, vielen Dank dir. Ganz, ganz lieben Dank. Ah ja, nee, Quatsch. Can buy six. Okay, also das ist auf jeden Fall nicht unser Ding gerade. Wir brauchen noch einen richtigen Händler. Einen Posten. Das ist noch nicht optimal, fürchte ich. Meine Frage war jetzt eher nach den Ressourcen. Unser Geld auch, wäre auch im Übrigen auch eine wichtige Geschichte. Balance, wir machen immer noch massiv Minus. Unser Einkommen steigt, aber unsere Ausgaben sind durch die Decke gegangen. Okay. Wir haben eine Reichensteuer, die bringt uns auch ein bisschen Geld rein. Wir haben die Grundsteuer, die bringt uns auch ein bisschen Geld ein.
Die, also quasi die Vermietungen der Häuser bringen uns ein bisschen Geld ein, aber wir machen immer noch Minus und wir haben fast nichts mehr im Inventar. Wir haben fast nichts mehr in unserer Schatzkammer. Wir könnten natürlich hergehen und sagen, okay, lass uns das mal ordentlich anpassen. Damit unsere Ausgaben und Einnahmen ein bisschen besser werden. Wir müssen mehr besteuern. Wir haben aber auch gleichzeitig das gleiche Problem auch tatsächlich. Wir müssen aufpassen, dass unsere Leute nicht verarmen. Ja, das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Leute am Ende am Ende genug Einnahmen und Ausgaben generieren können, damit sie irgendwie wieder runden kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden trotz alledem mehr Häuser benötigen. Aber das ist jetzt nur am Rande das Problem. Wir schauen jetzt einfach mal, was das haben wir hier gerade. Alle unsere Fahrzeuge brauchen Reparatur. Okay. Habe ich irgendwo noch eine Möglichkeit, Leute rauszunehmen? Hier kann ich noch jemanden rausnehmen. Hier ist gar keiner drin. Hier kommt ein Schneiderchen rein. Ein tapferes Schneiderlein. Haben wir hier noch einen Haufen Leute? Hier ist auch noch jemand drin. Hier ist gar niemand drin. Oh, Leute. Wie viele Bauarbeiter haben wir aktuell? Zu wenig. Wir können es nicht ausgleichen sonst. Wir müssen unsere Leute maximal einschränken. Also wir müssen alles so ein bisschen auf Sparflamme laufen lassen. Da ist auch niemand drin. Da wird auch noch ein zweiter gesucht. Den packe ich jetzt mal raus. Wir brauchen immer noch 15 Posten, haben wir immer noch, tatsächlich. Sind es 14, hoffe ich. Wir müssen unsere Jobs ein bisschen besser aufteilen. Es kann nicht sein, dass uns alles um die Ohren fliegt gerade. Moltag, auch dir einen wunderhübschen guten Abend. Hi. Ja, mir geht's wieder deutlich besser. Vielen, vielen Dank dir. So. Ja, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen mehr Leute. Ich mache jetzt was ich mir eigentlich nicht, oder was ich mir eigentlich sparen wollte. Und zwar, wir bauen jetzt normale Village-Häuser. So. Und ziehen die alle nach vorne. Wir brauchen definitiv mehr Wohnraum. Und wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Und ich kann das gerade nur so decken. Magler, einfach dir einen wunderhübschen guten Abend. Hi. Ja, Austriff, wir sind wieder mal drin. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich hatte auch schon so lange jetzt Lust. Und ich freue mich einfach, dass es auch bei euch so gut ankommt. Dass viele von euch da Bock drauf haben. Und dass es vielen Freude macht, einfach wieder in Austriff reinzugehen. Das macht mich tatsächlich auch sehr glücklich. Ja, glücklich. So. Wir können nochmal schauen, aber das bringt eigentlich nichts. Die zwei Bauarbeiter dauert halt ewig, aber wir werden es hinbekommen. Wir werden es hinbekommen. Heu ist gelagert. Hier oben arbeitet auch nur einer. Getreide haben wir voll drinnen. Ich erhöhe die Kapazität mal auf 4000, damit gegebenenfalls mehr Kapazität da eben frei wird für Getreide. Wir können es auch mal auf 6000 erhöhen. Wir haben ja genug Platz hier drin noch. Das könnten wir tatsächlich dahingehend ein bisschen überfrachten. Okay, wir können hier das nicht bedienen, dann schalten wir beide aus, damit wir die Leute anderweitig unterbekommen. Damit gegebenenfalls vielleicht mal hier jemand frei wird. So, was lagern wir ein? Wir lagern hier ein. Puh, wir haben hier die Webersleute hier um die Ecke. Wir brauchen Hanf, Textil und Flachs. Also Hanf, Textil und Flachs. Können hier eingelagert werden. So, da können wir auch immer so, machen wir da 1000 oder so. 1000,
1000. Dann wäre da erstmal ein bisschen Platz theoretisch drin. Dann können wir hier noch aus Reservegründen nochmal 2000 Feuerholz einlagern. Und wir packen hier mal 2000 Charcoal rein. Einfach nur, damit wir das haben, wenn wir es brauchen. Okay? Theoretisch müssten wir da auch nochmal einen einstellen, aber sind wir ehrlich, das wird jetzt eher so utopisch. Ne? Also, wir haben zu schnell zu weit expandiert, Moltak. Das ist das Problem. Wir haben viele Probleme tatsächlich gleichzeitig versucht anzugehen und dann sind sau viele Sachen gleichzeitig auch fertig geworden. Und das Problem hat sich dann einfach auch dynamisch verselbstständigt. Das muss man dazu sagen. Ne? Also wir haben immer weiter ausgebaut. Wir haben zwar Häuser nachgebaut, aber die Familien sind alle noch nicht so weit. Die kommen alle noch nicht so noch nicht so ganz ran. Aber das wird jetzt schon. Also ich denke mal, wenn die neue Ausbaustufe hier fertig ist, dann ist der Fachkräftemangel hier passé, ja, gelöst. Durch exzessive Zuwanderung. So ist das, ja. Total realistisch. Ja, genau. So ist das nämlich, Leute. Ja, wie gesagt, wir haben halt massive Probleme, was die Nägel betrifft. Also Nägel ist bei uns absolute Mangelware. Schon immer gewesen und wird auch immer schlimmer. Wir kaufen deswegen enorme Mengen an Eisen ein, was uns natürlich auch voll auf die Bilanz geht. Und das merkt man hier tatsächlich auch. Unsere Bilanz war schon schlimmer, ne? Sie ist schon besser, aber wir könnten so eine Bilanz wie jetzt gerade, könnten wir im Leben nicht mehr aufrechterhalten. Und ja. So, wir erhöhen nochmal, wir erhöhen nochmal die Reichensteuer, damit sich die angleicht an die restlichen Steuern. Dann sind wir damit durch. Okay, dann ist die Baustelle tatsächlich die einzig wahre, nämlich wir brauchen hier unsere Gebäude. Sobald wir die Gebäude fertig haben, können wir einige Sachen machen. Und da würde ich dann mit euch dann als nächstes reingehen. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie es so weitergeht. Unsere Marktstände hier bauen sich so langsam Richtung Dorfplatz auf. Das wird auch so bleiben für den Anfang. Ich bin mit unseren Feldern und so weiter bin ich noch gar nicht glücklich, aber das sehen wir dann einfach. Das kommt noch mit der Zeit. Okay. Die ganze Klamottenproduktion, da könnten wir uns dann mal überlegen, ob wir da hier vielleicht zum Beispiel auch Klamotten anbieten. Klamotten ist eine sau wichtige Handelsressource, um Geld in die Staatskasse zu spülen. Dazu fehlt uns allerdings einfach noch irgendwie alles. Ich kann trotzdem mal einen Arbeiter hier suchen, damit wir das mal zusammensammeln. Ich weiß gar nicht, ist hier noch irgendwas drin? Hier ist sogar noch was drinnen. Wir haben Flachs und Hanf haben wir da. Wir könnten auch theoretisch Textilien herstellen. Das wäre gar nicht mal das große Ding. Ja gut, dann lass uns das mal in Angriff nehmen für diesen Winter. Klamotten gehen im Winter bestimmt auch ziemlich gut, habe ich so im Gefühl, meine Lieben. Ich habe das so im Gefühl. So, ein Bootsbauer ist am Start. Den können wir mal ganz kurz pausieren lassen. Einen Fischer haben wir auch, aber dann ist der Bootsbauer raus. 12 offene Jobs aktuell noch, das ist viel. Für unsere kleine Mikrogemeinde hier sind 12 offene Stellen echt Katastrophe viel, ne? Man darf immer noch sagen, wir haben gerade mal insgesamt 46 Bewohner. Davon sind aber nur 26 erwachsen. Wenn davon 11 offene Stellen noch übrig sind, dann kannst du dir ungefähr den Zustand unserer Wirtschaft denken, ja? Da schaut es gerade ziemlich dunkel aus. Ja, und unser Ziel ist es, dass dieser Punkt hier oben bei der Null ankommt und drüber hinausgeht. Ich will nicht, dass der Staatsschatz sozusagen völlig explodiert. Das ist gar nicht der Plan. Das ist auch nicht das Ziel. Das muss gerade so sein, dass wir nicht pleite gehen können. Ja, dass wir immer ein kleines bisschen haben, den Rest geben wir an die Leute mit Steuererleichterungen wieder raus. Das muss einfach nur sein, dass wir ein bisschen was auf der Tasche haben, damit wir unsere ganzen Arbeitskräfte bezahlen können. Das ist die einzige Idee dahinter eigentlich. Wir müssen nicht reich werden, wir versuchen mit dem, was wir haben, dann auszukommen. Unser Plan ist es einfach, dann das meiste wieder an die Leute zurückzugeben. Entweder senken wir die Steuern oder wir machen irgendwas anderes für die Leute, was halt cool ist. Irgendwie so. Das ist meine Idee. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ich mag meine Idee. Okay, hier ist niemand. Hier drüben ist auch niemand.
Ja, es werden immer mehr Kinder werden erwachsen, ne? Also das merkst du auch, 9 offene Stellen nur noch. Haben wir jetzt einen Carpenter, oder? Ja, wir haben einen Carpenter, der kümmert sich auch gerade drum, Metallteile zu beschaffen. Die kriegt er auch unter anderem von unserem Schmied, dem einen, den wir noch haben, der gerade nach Hause geht. Hier, da läuft er. Der Sackhaar. Er heißt halt so, der heißt Sackhaar. Schiff. So. Das ist sein Haus. Seine Frau heißt Radana. Ja. Und zusammen haben sie Ivana als Kind. Ja. Das klingt wie nach einer Skandalüberschrift der Bild. Immer mehr Kinder werden erwachsen. Halt den Großbuchstaben, ja, genau. Erkenne ihn nicht, Sackhaar Berg. Ja, den Chef von Facebook. Ja, genau, der ist das. Ja. Entschuldigung, was? Ja. So. Ich finde auch, unser Rathaus schaut extrem angenehm aus, ne? Schönes Rathaus. Schaut aus wie so ein, weiß ich nicht, so eine Schule, irgendwie so eine alte. Bin mal gespannt, wie unsere Schule dann tatsächlich aussieht. Mal gucken. Hallo, einen wunderhübschen guten Abend. Bin total verunsichert. So, wenigstens sind unsere Cards hier wieder halbwegs stabil, hä? Ich glaube. Wie schaut's bei denen aus? Hier werden noch welche gebaut tatsächlich. Wir sind noch nicht mal mit dem Bau von den Dingern fertig. Alter. Es ist schon wieder ganz verrückt. Aber wenigstens werden die Cards jetzt fertig. Wie schaut unsere Bauarbeitergeschichte eigentlich aus? Die pennen alle schon wieder nur. Taking Rest Support. Ah, guck mal, ihr hier. Er hier macht irgendwas. Er macht Dinge. Supplying resources to... Okay, der bringt irgendwas mit einem Kart. Der bringt Holz. Holz bringt er. 1000 Holz hat er dabei. Und das bringt er jetzt zur Construction Site. Wahrscheinlich zu dieser hier. Hier liegt nämlich schon ein Haufen Zeug. Ach nee, warte mal. Der bringt das noch zur Schule, oder? Schauen wir mal, wo der das hinbringt. Vielleicht bringt das auch gleich hier hin. Nee, der bringt das hier hin. Das erste Haus ist schon in Arbeit. Ah, großartig. Ich bräuchte dringend mehr Arbeitskräfte. Also mehr Bauarbeitskräfte. Wir haben noch 7 offene Stellen. Wir können ja trotzdem nochmal um 2 erhöhen. Ich hoffe, der geht das nacheinander durch. Damit unsere Bauarbeiter wieder ein bisschen startklar werden. Genau. Die Vorstadt steht. Das ist so, ja, quasi das alte Stadtzentrum. Das wird aber verlagert werden, damit das sozusagen für die Nahrungsmittelproduktion hier alles frei wird. Wir lassen hier die ein paar Gebäude stehen, aber die meisten Häuser werden wir dann nach und nach hier rüber auf die Insel verlagern. Ja, und werden uns von dort aus dann Brücken bauen, um hier überall unsere Außenbezirke zu gründen. Das ist so die Idee dahinter. Aber die kann noch ein bisschen dauern. Also das kann tatsächlich noch ein Schlückchen dauern, bis wir so weit dann auch sind. Mal gucken. Die Hoffnung ist, dass wir jetzt mit unseren Leuten klarkommen. Dass wir wirklich ein wahnsinniges Fest. Am meisten verdienen wir durch Sales. Also die... Wir könnten sagen, also ich will nicht mehr weiter an die Steuern rangehen hier von den Gebäuden und von dem Einkommen. Die Taverne und so weiter, das ist alles egal. Ich bin mir am Überlegen, ob wir mit den Sales vielleicht nochmal ein klein bisschen mehr Gewinn machen wollen. Einfach nur, damit wir unseren Haushalt ein bisschen zurechtbekommen. Neuzwergon läuft als Zwergon den Rang ab. So ist richtig. Ja, so ist richtig. Jetzt wird der Markt gerade ein bisschen teurer, ja. Am Markt wird es teurer, weil die mehr Steuern zahlen müssen auf die Verkaufssteuer sozusagen. Naja, hier wird auch noch ein bisschen Kohle geholt. Schöne Sache. Herrlich.
Wer bist du? Valerie. Valerie. Er arbeitet hier in unserer Scheune. Na gut. Okay, ich denke mal, wir können das Ganze jetzt mal aus der Ferne ein bisschen begutachten. Ich trinke mal ein Schlückchen in der Zeit. Und dann lassen wir das Ganze einfach mal ganz entspannt so in Ruhe laufen und gucken mal, wo uns diese Reise hinführt. Wie gesagt, der Winter wird kommen. Wir müssen bereit sein für diesen Winter. Wir müssen nicht nur bereit für den Winter sein, sondern wir müssen auch hoffentlich schauen, dass wir ein bisschen mehr eben an Erwachsenen kriegen. Ja, es ist aktuell noch 6 offene Jobs, die wir bedienen müssen. Zum Glück läuft jetzt hier tatsächlich unsere Mühle wieder mit 2 Leuten gleichzeitig. Das ist verdammt viel tatsächlich. Und wir kriegen auch schon wieder das erste Mehl. Mehl ist auch wieder eine Verkaufsressource, die uns tatsächlich den Staatssäckel hoffentlich ein bisschen füllen wird. Ja. Wie gesagt, wir werden sehen. Die Ausgaben werden natürlich auch dann höher. Es kommt der Schnee langsam, meine Lieben. Es kommt der Schnee. Wie gesagt, hier sehen wir unseren Staatshaushalt im freien Fall. Huch. Entschuldigung. Da sind Dinge passiert, fürchte ich. Gut. So, das erste Haus ist freigeräumt. Hier werden unsere Bauarbeiter rangehen und arbeiten. So, hier ist noch ein bisschen was drin. Hier wird aber auch ordentlich was geholt. Ja, und hier, wir brauchen freie Arbeitskräfte, denn die machen tatsächlich sehr, sehr viele hier in der Stadt. In 4 freie Stellen, dann werden wir auch mal wieder erste Arbeitskräfte, die freie Arbeitskräfte sind, werden wir dann bekommen. So, ich habe da mal wieder ganz kurz das Feld, die Feldreihenfolge geändert. Wir müssen hier generell mal ein bisschen aufpassen, was wir wann anpflanzen. Manche Sachen sind ein bisschen arg wild. Wir haben jetzt irgendwie gerade gefühlt alle Felder leer. Buchweizen, Kartoffeln. Dann müsste das nächste, müsste dann Getreide sein, also Weizen. Nochmal. Wieder Buchweizen, müssen wir mal schauen. Ja, ja, Feldarbeiter sind auch im überwiegenden Teil tatsächlich freie Arbeitskräfte. Auch da müssen wir schauen, dass wir unsere Stellen irgendwie gedeichselt bekommen im Frühjahr. Also damit zumindest zur Aussaat genug freie Arbeitskräfte da sind. Die gehen dann automatisch zur Feldarbeit, wenn es dann ansteht. Ja, also der Bauernhof sucht sich dann seine eigenen Arbeitskräfte zu denen, die er ohnehin standardmäßig immer hat. Ja. Okay. So, es werden nur noch 3 Stellen unbesetzt sein bei uns, aber da sind viele Betriebe sind halt auf wirklich Minimalmaß runtergesetzt. Immer die gleiche Fruchtfolge, aber um 1 Jahr versetzt. Dafür gibt es zu viele Sachen, die du anbauen kannst. Also kannst du es nicht immer machen. Die Frage ist natürlich, wir werden das eh alles neu gestalten müssen, wenn hier mehr Platz ist, werden wir hier viel mehr Felder setzen. Auch vielleicht einen zweiten Bauernhof und dann kümmern sich die einen um die einen Felder, die anderen um die anderen Felder. Irgendwie so machen wir das dann. Das werden wir aber dann erst noch umswitchen müssen und dann werden wir auch gezielt andere Fruchtfolgen immer wählen, die sich abwechseln können. Das ist aber ein bisschen Micromanagement, was du dann halt betreiben musst, bis du da den perfekten Mix findest, dass auch immer von allem alles da ist einfach. Und Pippa, einen wunderschönen guten Abend. Bauarbeiter, die arbeiten, wo gibt's denn das? Da geht's um die Brötchens, weißt du? Da geht's um die Brötchens hier bei uns. Oh, warte mal, hier wird ein Haus gebaut. Ich kann leider nicht näher ran, ich würde so gern näher ran. Hier. Die bauen gerade leider nur zu zweit. Ich wünschte, es wären ein paar mehr Bauarbeiter. Das Fundament steht schon und jetzt werden schon die ersten Balken gesetzt, die ersten Wände werden hochgezogen. Es ist wunderschön. Auch im Winter geht bei uns tatsächlich einiges. Ich mache mal ein bisschen schneller. Madmelini, ich wünsche dir was. Hau rein.
Was ein schönes Spiel. Also viel entspannter geht ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Als das. Also, ganz ehrlich. Viel entspannter geht's eigentlich schon gar nicht mehr. Wie schön die das bauen, einfach. Bisschen mit Veranda oder sowas vorne dran. Es ist schon Dezember, ist fast durch, ne? Ja, und der hier unten, der kommt halt mit den Karts einfach nicht mehr hinterher, ne? Der kümmert sich gerade um andere Sachen auch. Der bräuchte eigentlich auch noch einen freien Arbeiter, aber das haben wir halt einfach hinten und vorne nicht. Vielleicht, wenn das Haus fertig ist. In Italien gibt es den Begriff Umarelli. Das sind männliche Rentner, die hinter dem Bauzaun stehen, zugucken und ungefragt Tipps geben. Ich glaube, das ist ein Universalgrundsatz, dass es das in jedem Land gibt irgendwie. Schön, wie sie auch den Kamin hier hochbauen, ne? Herrlich. Team Chat nennt man das Backseat Gaming. Da kommt der nächste. Hey, ist schön, wie die immer mit Baumstämmen hier vorbeirennen. So, huch, wo kommt ihr denn her? Stefan, im September in der Toskana, das ist bestimmt auch toll. Oh, das wird bestimmt auch schön. Da freue ich mich für dich. So, wir haben offene Stellen, das ist eine gute Sache, denn damit werden auch neue Häuser von Familien über die Migration quasi bedient. Das richtet sich daran, ob du hier Vakanzen hast, also ob du Jobs besetzen musst. Wenn du quasi aus der eigenen Bevölkerung niemand mehr hast, der einziehen kann, weil alle zu jung sind oder keiner halt eine Wohnung sucht, dann macht das Spiel automatisch, gibt es einen höheren Wert an für Migration von außen. Wenn Leute einen quasi von außen eingeladen, dass sie bei uns wohnen wollen. Ist schön. Pickel sagt gerade, im September habe ich auch Urlaub, aber ohne Toskana. Ja, aber man kann nicht alles haben, ne? Kann einfach nicht alles haben. So. Schauen wir mal. Guck mal, da sind auch schon. Hier, neue Familie ist eingezogen. Bedri. Die Bedri-Familie ist gekommen. Ja, denen könnten wir jetzt zum Beispiel Finanzhilfen geben, weil die halt sehr wenig Geld haben. Wir haben aber auch sehr wenig Geld. Die kamen aber jetzt, die haben so ein bisschen Zeug dabei, ne? Also sie bringen auch immer ein bisschen so Initialzeug mit, um die ersten 2-3 Tage zu überleben. Und danach kommen die, in der Regel stehen die dann auf eigenen Füßchens. Ja, also das ist jetzt so, die sind jetzt beide gelten noch als unemployed. Das liegt einfach daran, dass die schlicht und ergreifend wahrscheinlich hier gerade noch unterwegs sind irgendwo. Da sind sie gerade, hier. Na, die kommen jetzt mit dem Karren, kommen die erst noch. Die haben noch einen weiten Weg bis sie am Dorf angekommen, aber das sollte irgendwann mit mehr Brücken natürlich besser werden. Genau, und wir kümmern uns in der Zwischenzeit schon wieder um die nächste Hütte. Da wird schon das Fundament tatsächlich vorbereitet. Auch, wie gesagt, wir sind im Januar, durchgehender Januar. Das bedeutet, wenn das zweite Haus jetzt dann im Januar noch fertig werden, naja, wohl im Februar fertig werden könnte, dann hätten wir vielleicht sogar die Möglichkeit, Vollbeschäftigung zu erreichen und gegebenenfalls 1-2 Leute tatsächlich dann irgendwann als freie Arbeitskräfte zu haben, was enorm wichtig wäre, um so Sachen wie unseren Kohlemeiler zu bedienen oder die Felder oder, ne?
So, die sind schon da gegangen. Einer ist in die, sofort als Bauarbeiter und seine Frau ist unbeschäftigt. Die macht jetzt quasi allgemeine Arbeiten. Da kümmert die sich jetzt auch ein bisschen drum, ne? Das macht sie jetzt so. Na, vielleicht hier zum Beispiel ein bisschen Kohle ranbringen. Ja, da kommt auch was, ne? Also ist kein Problem. Da kümmern sich die Leute einfach. So, und was wir bräuchten, wäre natürlich hier auch nochmal ein weiterer Beschäftigter in der Schmiede. Am liebsten natürlich Vollgas in der Schmiede, damit unsere ganzen Produktionen hier nicht stehen. Und die stehen aktuell halt unfassbar dämlich. Na, und deswegen, wir brauchen mehr Leute in der Schmiede, einfach damit es da vorwärts geht. Wir haben aber auch jetzt gerade nur 3 offene Stellen. Die Schmiede ist deswegen so wichtig, weil wir einfach einen generellen Mangel an Nägeln haben. Wir produzieren zwar mehr, geben die aber wieder aus, das gleicht sich aber mit den Vorjahren durchaus aus. Und jetzt geben wir aus, ohne zu produzieren. Und das ist natürlich eine ganz blöde Sache, wenn du eh nichts auf Lager hast. Da müssen wir rein, ne? So, was haben wir denn noch an Essen vielleicht? Wir haben ein bisschen Mehl haben wir noch. Das geht auch gut weg. Wir exportieren gegebenenfalls sogar. Aber wir müssen immer auch ein bisschen aufpassen, dass das gut durchkommt. Heu ist mir egal. Honig ist da. Leinsamen sind drinnen im System. Bohnen sind aus. Kartoffeln sind aus. Kürbisse sind aus. Wir leben eigentlich quasi gerade nur noch von Brot im Prinzip. Das ist das Einzige, was wir noch auf Halde haben. Der Rest ist jetzt verkauft im Februar schon.